So, da sind wir wieder. In dieser Folge hoffe ich jetzt, das deutsche Hauptquartier angreifen zu können. Ist das Geschütz kaputt? Perfekt. Du rollst es einfach genüsslich hinter ihn und schießt dann von hinten in seine Panzerung. Alles in Ordnung soweit? Perfekt. Russians can be assholes. So, wie sieht es denn hier hinten aus? Boing. Boing. What the fuck? Ich glaube, es hackt. 2 Panzer 4, 3 Sonder-Kfz 222 und ein schwerer Panzerjäger Elefant. Are you fucking kidding me? Right? I hope so. Sobald in Stellung gehen, gibt's Gehacktes. Aber die Panzer 4 fressen Schaden ohne Ende. Ich weiß zwar nicht, was auf den gerade schießt, aber es tut weh. Wollte ja schon wieder verlassen. Jetzt kann ich den Trupp doch noch nutzen. Das war sehr knapp. Sollen wir rein da? Katjuscha, bereit. Ziel bestätigt. Ein verdammter Panzergreifer. Das war kein Panzer, das war der scheiß Panzerjäger. Was ich hier gerade mache, ist langsames Zurückrollen im Rückwärtsgang. Was er dann letztendlich doch nicht tut, wie irgendwie zu erwarten gewesen ist. So. Leute, setzt die Feldkanone wieder aufbauen. Bereit machen zum Stellungswechsel. Die Deutschen können den sowjetischen Marschbefehl erhalten. Meine Güte, können die Teile schnell repariert werden? Man muss aber auch bedenken, das sind nur ganz normale Laster. IL-2 Aufklärungseinsatz in der Luft. So. Dann wollen wir doch mal sehen, was hat sich so getan? Im Grunde nichts. Wo ist der Elefant? Da ist der Elefant.
Alles auf dieses Monster hier. Würdigen wir die Stärke der deutschen Panzer mit Raketen. Komm schon, das Teil ist doch schon fast tot. Ich will es tot sehen. Pioniere, bleibt weg von dem. Mit meinem Panzer rück ich dann auf jeden Fall nicht gegen vor. So. Dann wollen wir doch mal weiter. Halt, Moment. Erst will ich den Aufklärungsflieger. Dann will ich Artillerie. Und dann will ich die Stoßtruppen. Ich möchte erst diesen Elefanten loswerden. Da ist er. Bei dem Elefanten einfach nicht durch. Okay, das macht überhaupt keinen Schaden. Gott verdammte Scheiße. Ich komme einfach an den Elefanten da nicht vorbei mit Panzern. Ist das nervig? Ist das nervig? Pioniere, wo seid ihr? Sollen wir etwas bauen? Auch einfach mehr Munition. Ach na super, der Fliegerangriff kam, diese Warnung kam ja früh. Hat aber praktisch nichts gemacht. Ich verstehe vor allem nicht, warum ihr wieder so gefächert standet. Perfekt, sie stehen immer noch da. Irgendwann kriege ich damit vielleicht die Panzer 4 down, aber den Elefanten auf keinen Fall. Yes, Motorschaden. Jetzt kriege ich mittlerweile 62 Munition rein, ich brauche aber mehr. Ich brauche 240 Munition, um allein das Ding einmal abfeuern zu können. So, dann rücke ich eben hier oben rum. Scharfschützen. Ich kümmere mich jetzt erstmal um den linken Punkt. Um diese Festung, was auch immer das sein soll.
während meine Artillerie sich weiter fröhlich um die Panzer kümmert. Wobei ich hier die Artillerie dann auch sehr dringend gebrauchen kann. Schweigen. Viel Spaß beim Versuch. Scharfschütze hier. Marschbefehl. Unterwegs. Puff. Jawohl. Zielpunkt erhalten. Wir sind auf dem Weg. Was kann ich tun? Aufklärungsflugzeug vorgetankt. Scharfschütze sofort unterwegs. Ja, dahin. Scharfschützin sofort unterwegs. Scharfschütze bereit. Bringt sie zum Schweigen. Ich erledige den MG-Truck. Die sehen uns. Was? Munitionslager bereit. Er tot, bevor sie dich... Angriff! Noch ein Schuss, dann war's das. Sauber. Daumen ist leer. Ich habe einen Panzerabwehrtrupp ausgeschaltet. Breche auf. Breche auf. Okay, dann wollen wir doch mal sehen. Was gibt es denn hier oben noch zu tun? Oh, zum Beispiel diese Infanterie ausradieren. Jetzt stecken wir in der Scheiße! Begebe mich zurück! Begebe mich weiter nach hinten, mich zu erwischen! Sauber, Volltreffer! Eins, zwei, drei. Aha, da hinten. Da, unterwegs. Wir haben einen Marschbefehl. Da, Katjuscha auf dem Weg. Wir sind. Los geht's, Genossen. Was abrücken? So, das Artilleriesperrfeuer ist fast wieder einsatzbereit. Okay, Artilleriesperrfeuer wieder einsatzbereit. Na dann, lass den Tod regnen. So, dann gucke ich doch mal, ob ich jetzt mit einem IL-2 Bombardement da einmal aufräumen kann. Die greifen uns aus der Luft an! So, und zugucken. Das war alles? Auf T-34 wird geschossen! T-34 hier! Das
sind ja noch welche im Gebäude. Und hier ist der verdammte Elefant immer noch nicht tot. Das ist so nervig. Noch dieser eine Mann. Los. Okay. So, erobert mal eben dieses Hauptquartier oder die Reste davon. Ilyushin IL-2 einsatzbereit. IL-2-Überflug findet statt. T-34 wird ausgezeichnet! Wir haben ihr Hauptquartier eingenommen. Jetzt sind diese Mistkerle fast erledigt. Nehmen wir ihre letzte Stellung ein. Befehle. Müssen die jetzt richtig nah ran. Na los, dann bewegt euch. Ich habe doch jetzt eh schon alle einen Bewegungsbefehl. Dann bewegt euch auch. Wow, die Infanterie war so doof und ist stehen geblieben. Wow, sie treffen sogar ziemlich gut. Wenn auch nicht sehr oft. Ach, kostet das? Ach verdammt, das kostet ja Munition. So, T-34 Mikroaktion wird gestartet. Fahren. Da seht ihr mal, was das Schwierige daran ist, dass... Ah! So. Wer hat den jetzt getötet? Der hat zwei zerstörte... Ja, natürlich der hier. Moment mal. Der hat ihn nicht zerstört? Hä? That's impossible. Führen Eroberungsbefehl aus. Jawohl. Ziel wird. Der Russensturm kommt. Den seht ihr erst in, ganz in der letzten, in der allerletzten Mission. Da seht ihr den Russensturm, der nicht aufzuhalten ist. Das wird ein Spaß. Mit dem hatte ich das letzte Mal schon Spaß. Naja, okay. Wir haben es jetzt eigentlich schon geschafft. Ich bin dann mal weg. We did it. Die Stadt ist erobert. Die letzten yes. Deutschen Feiglinge ziehen sich zurück. Ausgezeichnet. We did it. Genossen. Woohoo!
Yay! We did it! Wir sehen uns beim nächsten Mal!